Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Kena und ihrer Geisterbrücke. Wir beackern gerade das Gebiet Felder und sind dabei hier Adiras Liebe, das erste der drei Adira-Relikte, frei zu buddeln. Dazu müssten wir noch eine Verderbnisranke kappen. Ich denke, das gelingt uns hier oben irgendwo. Und allgemein haben wir in der Region Dorf noch sehr, 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 sehr viele Dinge zu sammeln. Wir haben aber auch weitere Dinge hier zu steigern. Hier unten ist was Neues. Ah ja, die Bomben, richtig. Können wir ja auch jetzt. Bombenschaden wird erhöht, wenn Kena die Bombe abschießt, bevor sie von selbst explodiert. Das ist verlockend. Schaltet die Fähigkeit frei, zwei Bomben auf einmal zu erstellen. Ach, die kann man auch mit dem... Ach, guck mal. Die kann man auch mit dem Impuls explodieren lassen. Ah, so. Hab aber drauf geschossen. Geht wohl beides. Das eine kostet 200, das andere kostet 300. Wir haben 500, na dann. Mehr Bomben. Wie der Alchemist in Pathfinder. Da sind mehr Bomben. Das ist ein auswählbares Talent. Es ist da auch immer gut. Okay, mehr Bomben. Und mehr Rotz. Wir brauchen mehr Rotz. Die Truppe ist noch längst nicht beisammen. Guck mal, wie sie sich so in Kreisen zusammenfinden und ja, Kena annehmen. Also man könnte sich beobachtet fühlen. Und irgendwie schaffen sie es, dass man nicht auf sie tritt. Naja, Geister-Talente. Als geübter Gothic-Spieler. Brücken? Nein. Aber da, unter dieser Brücke dort hinten, da ist tatsächlich eine Kiste und ich sollte Brücke langsam aussprechen, dann versteht man es auch. Und der nächste rotzige Rott. Lieber auf den zweiten Blick. Was sagt die Geistermaske? Wir kommen... Ja, wir kommen woanders her. Also eigentlich haben wir noch gar nicht so viel hier gemacht in der Ecke. Oh ja, ich sehe auch die roten Waberwolken, die Gegner. Oh, was ist hier? Hier können wir Kristalle abstauben. Da ist hier einer. Du machst das nicht nochmal mit mir. Mit Schild? Wer war da drin? Ah, schön. Also, ich kann echt nur sagen, kauft euch dieses Spiel. Es ist wie ein ja, so ein Animationsfilm, mit dem man irgendwie selber alles machen kann. Das ist, also ja, es ist sagenhaft. Ich habe so etwas noch nicht gespielt. Kauft's euch, kauft's euch, kauft's euch. Es gibt's momentan, also diesen Satz spreche ich gerade im Oktober 2021, gibt es das Spiel nur im Epic Store. Und ich kann verstehen, wenn Menschen den Epic Store nicht nutzen möchten. Aber eigentlich ist es gegenüber den Entwicklern von Kena eigentlich fast schon gemein, das nicht zu tun. Auf der anderen Seite, irgendwann kommt es bestimmt auch nach Steam und ich kann euch nur sagen, kauft euch dieses Spiel. Kauft's euch. Ich hoffe auch so sehr auf einen zweiten Teil. Jetzt schon, wo ich noch gar nicht fertig bin hier mit dem Teil 1. Und die Geschichte gibt es ja auch her. Ich meine, Kena muss ja nur in ein anderes Gebiet kommen, wo auch irgendwie Ärger ist. Mit Geistern und irgendeinem Kram. Aber warte mal ab, vielleicht stirbt sie ja selber am Ende des Spiels. Dann wäre es mit dem zweiten Teil schwierig. Okay, wir müssen uns mal ein bisschen konzentrieren. Also ich mich vor allen Dingen. Ihr guckt ja nur zu. Na, hier war ich gerade. Nee, war ich nicht. Ich werfe jetzt aus Prinzip zwei Bomben. Einfach, weil ich es kann.
Tja, ist das hier richtig? Ich glaube, hier bewege ich mich in ein Gebiet hinein, das wir erst noch erkunden müssen. Genau, hier geht's dann durch. Won't function until we fix the plate. We'll need to find my tools. They're probably up at the forge. Aha. Ja, das ist dann wohl die nächste Aufgabe. Dann bleiben wir aber erstmal dabei, das letzte Relikt zu finden. Also das erste Relikt zu finden und die dritte Ranke vom Ochsen wegzusprengen. Mann, ist das hohe Häuser. Oh, das ist bitte keine Arena. Die ist nämlich riesengroß. Da oben ist eine verfluchte Truhe. Haben wir Bock auf eine verfluchte Truhe? Ja, haben wir. Haben wir. Wir haben auch Bock hier Frederik wieder hinzustellen. Wo kämpfen wir wohl? Da unten im Wasser? Feinde null. Wow. Das wird immer mehr. Ach so, ich muss eine bestimmte Anzahl von Feinden besiegen. Ja, das wird mir nicht mehr gelingen. Okay, aber für den ersten Versuch 12, gar nicht schlecht. Jetzt weiß ich ja, dass ich mich gerade am Anfang ein bisschen mehr beeilen muss und die Gegner sind ja auch nicht so schlimm. Und erscheinen eher so hier unter, habe ich den Eindruck. Bomben machen ja gar nicht viel Schaden bei euch. Ich brauche mehr Gegner. Das wird wieder knapp. Aber besser als beim ersten Mal. Und sogar knapp gewonnen. Aber ohne Rotthammer ist es schwierig. Und am Anfang ist es auch schwierig, weil da die Gegner zu vereinzelt sind. Die paddeln im Wasser. Also, eine verfluchte Truhe für Kena. Und Geisterpost für Kena. Liefere die Post an das Dorf. Ja, mache ich bei Gelegenheit. Was ist das hier eigentlich? Das müssen wir auch erst noch irgendwie frei machen, ha? Huh?
Aber wie das genau gehen soll, weiß ich nicht. Ach, hier muss Wasser wieder hin. Ah. Verstehe. Das ist dann vielleicht eine der nächsten Aufgaben, die wir haben werden. Im Moment glaube ich, ich habe mich zu weit von diesem Ochsen entfernt. Und bin deswegen nicht da. Wo ich weitermachen muss, um an ihn ranzukommen. Aber dort ist was. Das wird's doch bestimmt sein. Na komm schon, Keule. Ist ja gar nicht zu treffen. Ui. Hab ich hier Heilung? Nee, das war's gleich wieder, gell? Super. Au. Du mit einer Scheißkugel, du nervst mich, echt, weißt du. Bonk. Wie der erste Geisterführer gerade. Meine Güte. Wendigkeit 0. Aber der ist überhaupt nicht schwer. Den kriegen wir hin. Wenn ich weiß, wo er war. Hab ich euch nicht schon? Offenbar nicht, wenn es neue Kristalle gibt. Oh, hier sind auch Gegner. Aber ich will jetzt erstmal nur den einen machen. Wo ist denn der? Das war der hier. Auf diesem Acker hat er mich in den Schmutz geworfen. Der Arsch. Ah, du kommst ja nicht weg. Das ist aber schade. Wie kann ich eigentlich dieses Heilen durchbrechen? Hm? Oh, dieses Rhinoceros, das nervt mich gerade. Schon wieder down. Nicht zu fassen. Das ist total simpel. Es ist so simpel, dass ich nicht drauf komme. So, Freundchen, jetzt knallt's. Wo bist denn du? Oh, Vorsicht. Die sind noch aktiv. Ui. Es war knapper, als ich eigentlich dachte. Hier ist eine Waldträne irgendwo. Und wir können sie hier. Aber, nee, doch. Ihr sollt es aufheben. Was macht ihr da? Ach, ihr habt es nur rausgeschüttelt aus dem Eimer. Es reicht aber nicht. Wir brauchen doch diese Bohne hier, um damit
die Felder wieder urbar zu machen. Der große Schneckerich kann hier die ganzen Triebe sprießen lassen. Und dann gibt es halt Kürbisse. Und Kürbisse geben Karma. So, es hat noch nicht diesen Tusch gegeben. Irgendwo fehlt noch ein Trieb. Aber wo? Okay, hör auf. Ich muss das erstmal suchen. Ah, hier in der Ecke. Und hier am Rand. Da in der Ecke. Geh da mal hin. Ui, und dort irgendwo noch. Ja, das war der Effekt, den ich erwartet habe. Und hier gibt es vielleicht die nächste Rottverstärkung. Da ist einer drin. Hi, du. Ein Rott. Und Kürbiskopf, Kürbishut. Gut. Kann ich mit der Träne noch was anderes anfangen, als hier den Acker zu beackern? Wohl nicht. Nee, da hinten wohl eher nicht. Dann hatten wir gerade gesehen, dass es hier im Nachbarhaus auch ein paar Gegner gibt. Da hinten, geradeaus. Habt ihr was zu tun mit dem Ochsen? Oder was bist du für einer? Du bist alleine. Ja, kommst du oder kommst du nicht? Oh, das war's schon. Das war nur eine kleine Stellung der Gegner. Schüttelt die Kristalle raus und sag mir, ob ich hier, ja, noch was finden kann. Eine Rottpfütze. Da klingelt's und der nächste wird eingezogen in die Rottarmee. Und freut sich drüber. Au. Hier ist ein Blumenschrein. Kommen wir da von unserer Waldträne aus hin? Ja, muss gehen. Gibt nichts Besseres. Wir müssen nur zügig da hinten irgendwie den Schäckerich hochschicken. Also zu mir. Dahin. Da hinauf. Ich glaube, da hinters Haus. Oh nein. Ach, Kena. Du kannst nicht springen, ohne den Schneckerich zerplatzen zu lassen. Das ist doof. Nochmal. Diesen Blumenschrein will ich haben. Naja, jetzt komm hier, bitte. War das hier? Oder müssen wir hier durch? Ja, das geht. Das wird gehen. Das wird gehen. Gehen wird es. Karma und Kristalle. Das war Blumenschrein 2 von 7. Aber auch das hatte nichts mit der Verderbnis am Ochsenort zu tun.
Ich denke, ich muss in eine ganz andere Richtung gehen. Vielleicht mal da so. Da, wo wir herkamen, als es noch brannte. Ah, hier. Moment. Das ist zu einladend, um es nicht zu tun. Wobei, kannst du hier runter, ohne zu zerplatzen? Kannst du. Der nächste Blumenschrein. Ja. Also. Hier, diese Wurzel muss noch weg. Vielleicht müssen wir auch hier hinten lang. In diesem Trümmerhaufen. Da können wir ja hoch. Können wir auch hoch. Was machst denn du? Okay, anders. Nur erstmal zum Gucken, wofür das wohl gut ist. Ach, das ist nur dafür gut, dass man da reinkommt, glaube ich. Das ist so ein Mach-die-Steine-weg-Trümmerhaufen. Das hier hingegen ist etwas, was mich irgendwo hinbringen soll. Wow! Was für eine Küste und diese Wasserfälle. Und da unten ist auch was. Guck mal, Wasserfall runter, Fahrstuhl. Ah, Schlingblüten. Gut zu wissen. Das könnte mich da hochbringen. Gucken wir erstmal an, wie sich das hier aufstellt. Da komme ich ja hoch. Kann auch darüber. Aha. Ich gehe erstmal da drunter durch, wo die Steine sind. Wo ich sie aus dem Weg schießen muss. Oh, es geht gar nicht. Ach, da muss ich dann doch da. Ich muss hier oben sein, oder? Ah! Da war die Klippe! Genau! Uiuiui! Ja, da war eine Klippe, richtig. Das ist nicht passiert. Hä, wieso? Also jetzt verliere ich langsam den Überblick, wie das hier überhaupt gehen soll. Der hier steht ja irgendwie nicht. Ich komme ja auf keinen dieser Felsen hoch. Ist mir gerade zu hoch. Das ist falsch. Das ist zu tief. Ja, die liegen da oben. Puh, also ich brauche irgendeinen erhöhten Ort, von dem aus ich überhaupt hier drauf hüpfen kann, weil sonst sehe ich ja kein Vorankommen. Ich meine, selbst das, da kann ich nicht drauf stehen, da rutsche ich runter. Oder ich habe es noch nicht richtig verstanden. Oder macht es einen Unterschied, wenn ich jetzt hier zwei dran haue? Ich glaube nicht. Also der Einstieg kann ja nur... Ach so. Ja. Blindheit. Verstehe. Okay, ich hab's verstanden. Machen wir es mal neu. Von wo aus kann man sich gut... Da kann man sich gut hinschlingen. Fall runter. Habt ihr die Stinkblüte gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. So.
erstmal hier den Rott aufgesammelt. So. Da ist er. Hehe. Gut. Mehr haben wir hier nicht. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen doof. Oh, ja, genau. Deswegen. Aber sei es drum. Jetzt muss ich das noch drehen, bevor ich dann da hochhüpfe. Gerade so. Rätsel gelöst. There are deep marks on the ground that converge at this point. Es gibt tiefe Spuren auf dem Boden, die alle an diesem Punkt zusammenlaufen. Adira must have torn apart whole structures to make this tower. Adira muss ganze Strukturen auseinandergerissen haben, um diesen Turm zu bauen. Mhm. Muss sie, hat sie auch. Aber in diesen Turm kommen wir jetzt noch nicht rein, da bin ich mir relativ sicher. Also, wir kommen rein, aber nicht hoch, meine ich. Oder doch? Nee. Ich würde ja sagen, das ist dramaturgisch erst später zu erwarten. Weiß ich nicht, wo die dritte Ranke ist. Ich mache hier irgendwas. Ja, hier können wir dann irgendwie durch. Was ist denn das grundsätzlich? Alter Brunnen. Ah ja, alter Brunnen. Da muss ich hin. Was ist das? Aha. Okay. Nutzt überhaupt nichts. Ah, Schlingblüte. Alles klar. So, jetzt bin ich hier oben. Was habe ich davon? Ich kann dich ja vielleicht aktivieren. Oh. Interessant. Aha. So aktiviert man dieses Ding. Und das muss ich aktivieren, deswegen bin ich hier hochgekommen überhaupt. Au. Dann machen wir dieses Rätsel. Ich finde den Rest halt nicht. Ist, glaube ich, auch egal, in welcher Reihenfolge wir hier was machen. Jetzt bin ich hier, habe verstanden, was ich tun muss. Damit habe ich diese Platte aktiviert und kann jetzt mir hier verprügeln lassen. Oh! Das hätte ich nicht erwartet. Adira, Respekt. Ich hatte erwartet, dass hier irgendwas Monströses entsteht und mich anbrüllt. Ach, okay, da komm schon. Ja, kannst du meditieren. Sehr gut. Fresst. Oh, das ist schön auch zu meditieren.
Allerdings auch ein bisschen zugig. Kurzer Check mit der Maske. Wahrscheinlich ist dieser blaue Punkt das, wo es hin muss. Jetzt war hier schon ganz andere Dinge. Aber jetzt wollen wir doch auch wissen, wo das hinführt, gell? Es führt in eine Arena. Arena. Na gut, dann machen wir die halt noch. Oh, überlebe ich das überhaupt? Also, das würde man eigentlich nicht überleben. Au! Oh, Leute, nicht schon wieder sowas. Oh, nee, komm. Wieso spissen? Du kannst doch... Sag mal, warum hüpfe ich vor dir weg? Dass du dann, wenn ich aufhöre zu hüpfen, sofort hinter mir stehst. Das ist doch blöd. Du hast das System nicht verstanden, du Doofgegner. Ist doch nicht schwer. So, hier machen wir uns den Weg frei. Da hinten pulsiert ein Menhir, also können wir hier noch was einsammeln. Einen rotzigen. Ey, der andere steht hier voll die Show. Stellt sich so ein Dicker direkt davor, macht Fotobombing. So. Okay, Kletterpassage unterirdisch. Geht nicht auf. Was ist das? Ah. Vielleicht. Machen wir das so? Ah, das war ein Fernsteuerungskampf. Auch was ganz Neues. Schön.
Sehr abwechslungsreich, da fällt er da runter. Aber er kommt wieder. Oder nicht? Ich habe lange nicht durchgezählt. Es müssten 62 sein. Naja, das könnt ihr gerne machen. Blumenschrein, ich verstehe. Komm zu mir, Schneegerich. Schneegerich, schnell. Oh, bist du langsam. Machen wir erstmal den Schrein. Das war der dritte Blumenschrein in dieser Episode. Oh, was bist du? Hallo? Wo kommst du her? Mach dich weg. Ja, hier geht wohl der Weg weiter. Kurzer Check. Erstmal nichts Auffälliges hier in der Höhle. Diese Tür habe ich frei gemacht. Da geht es tiefer runter. Oh je. Eine Schlingblüte, aber die ist vielleicht gar nicht intakt. Ih, da unten ist dieses Ekelwasser. Oh, toll. Läuft. Nee. Das hilft nicht. Dann doch die Lara Croft-Methode. Oh je. Ihr seid hässlich, ihr Motten. Und du bist besonders hässlich. Da kann ich die Rotz nicht hinschicken. Warum nicht? Zu weit weg wahrscheinlich. Okay. Au! Ach, ich bin einfach zu weit gelaufen. Kann das wahr sein? Ja. Jetzt nutze ich die Zeit, um hier zu checken, was ich überhaupt machen muss. Also, die da muss weg und die da muss weg. Aber jetzt will ich natürlich, dass es neu lostickt, sonst ist es zu unfair. Also hüpf. Hüpf. Damit ist das Geschnodder hier weg. Und das war tatsächlich die letzte Ranke für den Ochsen. Es ist schön, dass ich den... Oh, dass ich den Ochsen jetzt befreit habe. Er wird sich bestimmt bedanken mit seinen Hörnern. Da stürzt alles zusammen. Habe ich hier drin noch irgendwas Verstecktes jetzt? Ich meine, warum ist die Schlingblüte jetzt aktiv geworden? Macht das einen Sinn? Für euch? Für mich nicht. Gut, hier runter ins Wasser zu stürzen, ist nicht sinnvoll. Und hier entdecke ich auch nichts, also müssen wir wohl tatsächlich nach draußen. Und hier
hier quasi nur den. Ja, ach so. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Scheiße. Wenn man hier ins Wasser fällt, was eigentlich so niemandem passiert. Und die Rotz hüpfen hinterher. Ist es nicht schön? Das ist ein Zeichen von Treue. Gut, das Problem hätte ich erledigt auf die etwas unübliche Art. Wo bin ich überhaupt jetzt hier? Oh. Ach, das ist das, wo... Ach, das, der Fahrstuhl ist das, wo ich jetzt hin muss. Ich kann rüber und nüber. Ist da echt nichts versteckt? Das wäre doch so toll, hier in irgendeiner Seitennische was zu verstecken. Da ist garantiert was versteckt, was ich jetzt nicht sehe. Da kann man auch nochmal zurück. Gut. Und das hier ist ein ganz ordinärer Aufzug. Und der nächste Rott. Unter diesem verrotteten Balken. Bist adoptiert. Check. Sieht gut aus. Wenig übersehen, denke ich. Was macht denn das Ding? Ach, es schickt und ruft den Aufzug vielleicht. Ja, kann sein. So, das hier kommt mir doch latent bekannt vor. Ja, waren wir in der letzten Episode, genau. Und der Ochse ist jetzt auch freigelegt, gell? Das heißt, wir... Oh, was ist denn hier? Aha. Ein Hut! Und zwar eine Sonnenblume. Rott. Oder ein Hippie-Rott darf sich die Sonnenblume aufsetzen. Besser als ein hässlicher Käfer. So, hier haben wir jetzt was ausgelöst, gell? Passiert hier was, wenn ich jetzt... Oder wie? The heart is weakened. Let's clear this corruption off him. Okay, also ich bin... ziemlich sicher, dass sich dieser ganze Haufen jetzt hier gleich in die Luft erhebt und mich anblökt. Herz ist geschwächt, lass uns die Verderbnis beseitigen. Ja, mache ich gerne, aber ich denke, das ist angesichts der Episodenlänge dann ein gutes Vorhaben zum Einstieg in den nächsten Teil. Bis dahin!